Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Balea Men Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Balea Männer Adventskalender kostet genauso viel wie der für Frauen, 14,95 €. Man bekommt ihn im DM zu kaufen oder halt aktuell noch auf dm.de. Er hat nicht wirklich ein Motto außer Merry Christmas. Ich finde ihn persönlich, meine Meinung, ein bisschen zu düster. Ich hätte es mir ein bisschen lebhafter gewünscht. Aber der Balea Männer Adventskalender ist erfahrungsgemäß immer wirklich vom Design her etwas düsterer als der für Frauen. So. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal das erste Kläppchen an. Wir haben normalerweise auch immer so ein paar Sprüche bzw. Informationen in den Kläppchen drin. So auch dieses Mal. Hier geht es um die Männerhaut und deren Talgdrüsen. Num. Balea Men All-in-One Cream Merry Christmas für Körper, Gesicht und Hände. Ja, also im Prinzip wäre hier mit der Adventskalender fast schon beendet. Wir haben jetzt eine Pflege für alles und jetzt brauchen wir noch ein Duschgel für alles und dann war's das. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Ich versuche die Preise übrigens anhand des aktuellen Balea-Sortiments herauszusuchen. Die kommen da ein bisschen günstig rüber, also auch der Wert wird ein bisschen günstiger rüberkommen. Aber ne, das auf Mini-Größen runterzurechnen ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche dann wirklich den Inhalt darauf runterzubrechen. Mache ich bei allen Adventskalendern, deswegen hier leider auch. Aber jo, ist schon mal ganz nice. 20 ml sind enthalten. Das ist ein veganes Produkt und es ist das erste im Adventskalender. Weiter geht's hier unten mit der Nummer 2. Da geht es irgendwie um Pizza im Kläppchen. Der Wahnsinn. Hier haben wir drin eine Feuchtigkeitsmaske, Merry Christmas, wertvolle Pflege für die Winterhaut. Und ich mag das Design da drauf, dass es aufgegriffen wird. Hier sind 2 Anwendungen drin enthalten. Und ja, ne, das ist ein veganes Produkt. 2 × 8 ml sind hier enthalten, also 16 ml. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Gibt Feuchtigkeit und ja, kann man mit Doppel-N sich definitiv drüber freuen. Hier oben geht schon weiter mit der Nummer 3. In dem Kläppchen geht es um Game of Thrones und Barack Obama. Keine Ahnung, Serie habe ich noch nie gesehen. Meine Mom hat die Serie gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Falls du sie gesehen hast, schreib es mal gerne in die Kommentare. Hier drin haben wir ein Duschgel Oriental Winter mit orientalischem Duft. Und hier sind 50 ml enthalten. Das Produkt ist vegan und ist auch wieder in dem Design zum Adventskalender. Und Sammy schnarcht im Hintergrund. Läuft bei ihm. Hier haben wir die Nummer 4. Auch die Männer werden darauf hingewiesen, dass Sonnenschutz definitiv wichtig ist und dass Sonne halt super krass Hautalterung verursacht und so. Outdoor Protection Gesichtspflege mit Vitaminkomplex, Lichtschutzfaktor 15. Hey, das ist knuffig. 20 ml sind in diesem veganen Produkt enthalten und auch hier gleiches Design, wundervoll. Also schon ne, vom Design her so angelehnt sind die alle. Haben jetzt nicht alle den gleichen Print drauf, genauso wie beim Frauen-Adventskalender auch. Und das finde ich echt hübsch, gefällt mir und ja. Ist doch toll, ne? Eine Gesichtspflege. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5. Ich weiß nicht, ob ich die Sprüche im Männer-Adventskalender besser finde, wo man ja eher so informiert wird, informativere Geschichten vermittelt bekommt und so weiter. Oder diese Herzenswärme, die die Sprüche im Frauen-Adventskalender der Person, die ihn auspackt, halt vermitteln. Irgendwie finde ich beides cool. Hier haben wir einen Lippenbalsam drin. Balea Men ist alles, Claudia. Für geschmeidig weiche Lippen. Auch das sollten Männer machen. 8 ml. Und ja, mein Freund verwendet auch ab und an mal Lippenbalsam, wenn es halt wirklich fast schon zu spät ist, aber dann verwendet er welchen. Nikolaus, ein ganz besonderes Kläppchen. Boah, hier wird geschrieben, wie hoch oder beziehungsweise niedrig die kälteste jemals gemessene Temperatur ist. Da könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren spekulieren. Wer den Adventskalender hat, weiß jetzt Bescheid. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Brillenputztuch. Auf jeden Fall etwas Sinnvolles. Ich bin ja auch eigentlich Brillenträgerin. Ja, kann man gebrauchen. Hier unten haben wir die Nummer 7. Hier wird uns verraten, wie der Vogel aus dem Twitter-Logo heißt. Ein Traum. Hier haben wir ein Duschpeeling Brown Sugar. Es reinigt und pflegt. Und da haben wir drin 16 ml und es ist ein veganes Produkt. Ja, ein Zuckerpeeling. Da hast du jetzt nicht die Problematiken nach der Rasur, dass es brennen könnte. Löst sich aber trotzdem auch unter der Dusche sehr schön auf, sodass es halt in dem Sinne nicht halt so... Wie soll ich das sagen? Ein mechanisches Peeling ist, was reizend ist, sondern es ist halt ein Peeling, was sich auflöst bei Wasserkontakt und dementsprechend besser zur Haut ist. Und ja, fühlt sich auch so an, als wäre da auch nicht nur Zucker drin, sondern halt auch irgendwie Öl. Und finde ich gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Was in diesem Kläppchen drin steht, wie lange Männer durchschnittlich jeden Morgen im Bad brauchen, glaube ich nicht. Denn das sind
ungefähr 30 Minuten steht da, 27,6. Glaube ich einfach nicht. Wird mein Freund ja länger drin brauchen als ich? Ne. Das ist eine Augencreme mit Aloe Vera, pflegt die Augenpartie, 20 Milliliter und vegan. Das ist ein großes Produkt und das wird auch sehr, sehr hochpreisig sein. Also jedenfalls in Relation zu allem anderen, was ich jetzt bislang gezeigt habe. Weil das halt sehr nah an der Originalgröße dran ist, ne? Ja klar, auch Männer verwenden Augencremes und deswegen ist es cool, dass es auch mit drin ist. Denn ja, gerade so Augenpflege macht die ganze Geschichte wacher. Da scheiden sich die Geister. Ich weiß, manche sind für Augencremes, manche sind dagegen. Ich bin im Team Pro Augencreme. Die Nummer 9 darf machen, dass sich die Männer wieder freuen. Ich liebe es, diese Sprüche zu reißen. Dieses Kläppchen verrät uns, wie wir den maximalen Schaum aus diesem Schaumbad rausholen könnten. Das ist ein Schaumbad Deep Winter mit würzig warmem Duft. 50 Milliliter sind in diesem veganen Produkt enthalten und das hört sich auf jeden Fall an, als würde ich das mögen. Leider haben wir keine Badewanne. Ist aber nicht schlimm. Ich weiß, dass mein Papa sich drüber freuen würde. Mit der 10 wird es nun weitergehen. In diesem Kläppchen werden die Männer auf die Gesichtspflege hingewiesen und wie viele Schritte man auf jeden Fall verwenden sollte, Mann mit Doppel-N. Hier drin haben wir ein Gesichts- und Bartserum, 2-in-1 Feuchtigkeitspflege, ein veganes Produkt mit 20 Millilitern. Ich finde es schön, dass das ein Kombiprodukt ist, weil nicht alle Männer haben einen Bart. Aber Männer mit Bart freuen sich drüber, wenn Bartprodukte enthalten sind. Deswegen ist es gut gelöst. An dieser Seite haben wir die Nummer 11. Zusammen mit einem Fun-Fact über das Monopoly-Spiel kommt dieses Body-Spray daher. Ja, mit markantem Duft steht hier drauf. Das finde ich immer sehr ulkig beschrieben. Vegan, 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ich weiß nicht, also ja, Männer verwenden schon Deo, ne? Deswegen hätte ich hier ein Deo, glaube ich, auch ganz cool drin gefunden. Vielleicht kommt das aber auch noch. Aber Body-Spray, ich weiß nicht. Da tue ich mich ja schon schwer mit. Ich glaube nicht, dass mein Freund das verwenden würde. Halbzeit, Nummer 12. Mit nützlichen Informationen zur Kopfhaut kommt dieses Shampoo daher. Das finde ich echt. Egal. Tiefenwirksame Reinigung 50 Milliliter. Kein veganes Produkt, weil hier nicht vegan draufsteht. Ja, auch Shampoo verwenden Männer. Selbst mein Freund, der nur 3 mm auf dem Kopf hat, verwendet Shampoo. Was ich gut finde, weil die Kopfhaut muss anders gepflegt werden als der Körper. Das ist so. Und wenn du da ein Duschgel drauf machst, einfach immer nur, dann trocknet das viel zu sehr aus und dann kann es dazu führen, dass die Kram-Sachen da oben halt schuppen. Ne? Deswegen Shampoo, auch wenn du nicht so viele Haare auf dem Kopf hast. Oder so lange. Reisen wir weiter zu der Nummer 13. Zusammen mit der durchschnittlichen Duschzeit des regulären Deutschen kommt das Duschgel hier daher. ja, Duschgel Let It Snow mit erfrischendem Duft. Und das sind 50 Milliliter drin. Und das ist ein veganes Produkt. Auf jeden Fall etwas, was Männer gebrauchen können. Mein Freund ist nicht so für diese Fresh-Geschichten oder diese kühlenden Sachen. Er mag eher dieses Waldige und so weiter. Deswegen wird das auf jeden Fall weiter wandern. Direkt darunter befindet sich die Nummer 14. Zusammen mit einer nutzloses Wissen-Information über Russland kommt diese Handcreme daher. Das ist ja eine Pflege für beanspruchte Hände, enthält 20 Milliliter und ist ein veganes Produkt. Auch das kann man, weil man trockene Haut hat im Winter durch Heizungsluft und so weiter und so fort, wirklich gut gebrauchen. Ganz oben in der Ecke versteckt sich die Nummer 15. Besonders für ölige Haut wird ja generell ein Gesichtspeeling empfohlen. Man sollte aber darauf achten, dass man, wenn man etwas sensiblere Haut hat, nicht unbedingt mechanische Peelings, sondern eher so chemische Peelings verwendet. Hier vermute ich, dass es sich um ein mechanisches Peeling handeln wird. Ja, denn es ist mit Hanfsamenöl. Nein, keine Ahnung, was da für Peelingpartikel drin sind. Das steht hier nicht unbedingt drauf. Hier sind auf jeden Fall 20 Milliliter drin enthalten und ja, Gesichtspeeling ist auf jeden Fall mal etwas Interessantes in dem Männer-Adventskalender. Ab und an verwendet mein Freund sowas auch, aber dann nimmt er meistens das, was ich bei mir in der Dusche stehen habe. Wobei jetzt mittlerweile, wo ich die Enzympeelings da habe, ich glaube nicht, dass er sich daran traut. Aber so mechanische Peelings, ich glaube, da hätte der doch Interesse dran. Vielleicht stelle ich ihm das einfach mal hin und dann kann er es mal verwenden. Was war das für ein Wort? Verwenden. Wenn man so viel redet, ne, dann verschluckt man ab und an mal die Wörter. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir waren jetzt bei 15, ne? Dann gehen wir jetzt weiter zu der Nummer 16. Zusammen mit der Info über die größte Schneeballschlacht der Welt kommt dieses Badesalz daher. Und ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal eine richtig ordentliche Schneeballschlacht hatte. Es ist schon eine Weile her, obwohl wir dieses Jahr echt toll Schnee hatten. Tolles Gut, ganz schön viel. Ja, Badesalz Wintertime mit frischem Duft nach Zedernholz und Bergamotte hört sich auf jeden Fall nach einem tollen Produkt an. 60 Gramm sind enthalten.
enthalten und das ist vegan. Ja, wie gesagt, keine Badewanne haben wir, aber weiterschenken, ich kann nicht mehr reden. Weiterschenken werde ich es auf jeden Fall und damit einen Mann in meinem Umfeld, wo ich einen Adventskalender packe, sehr glücklich machen. Und ja, finde ich aber auf jeden Fall schön im Adventskalender. Hatten wir schon irgendein, ja, wir hatten schon ein Schaumbad und das ist jetzt ein Badesalz. Aufpassen übrigens, es ist ein Salzprodukt, ne? Nicht frisch rasiert in die Wanne steigen. Hier unten ist die Nummer 17. Diese Sensitive Tagescreme kommt mit einer Info übers Pokern daher. Geeignet für die Anwendung nach der Rasur. Das ist schön, dann wird es halt nicht so brennen. Hier sind 20 ml drin enthalten und das ist ein veganes Produkt. Auf jeden Fall so eine schöne Aftershave Tagescreme. Das finde ich cool. Ich liebe den Duft von Aftershave Produkten. Oh, das ist so geil. Also Aftershave Männerprodukte, ne? Traumhaft. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche. Passend zu dem Produkt Einwaschgel kommt eine Info übers tägliche Gesichtswaschen für die Männer. Ja, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Kiste. Für jeden Hauttyp geeignet, 20 ml und vegan ist dieses Produkt. Und ja, Waschgel kann man gut gebrauchen, ne? Und das ist ein sinnvolles Produkt. Hier hinten ist die Nummer 19. Zusammen mit dem Zusammenhang von weißen Haien und Death-Metal-Musik kommt diese Fußcreme daher. Eine reichhaltige Pflege, Fußbalsam, 20 ml und vegan. Ja, auch die Füße sollten definitiv ordentlich gepflegt werden, denn sie tragen uns wirklich durchs Leben und sollten nicht vergessen werden. Die Nummer 20. Diese Bodylotion erzählt uns etwas über die Sommerzeit, die ja eigentlich irgendwie abgeschafft werden sollte und dann irgendwie doch nicht mehr und hin und her und ich raff's mittlerweile nicht. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du für oder gegen diese ganze Zeitumstellungsgeschichte bist. Mich verwirrt es tatsächlich sehr, sehr, sehr. Ja, eine Bodylotion, wohltuende Feuchtigkeitspflege, 50 ml und vegan und ja, ne, haben wir schon das ein oder andere Mal hier drin gehabt, glaube ich. Nee, wir hatten ganz am Anfang eine All-in-One-Creme und ansonsten hatten wir noch nicht für den Körper irgendeine Creme, ne? Gut, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir jetzt auch endlich eine drin haben. Die Nummer 21 ist hier oben. In dem Kläppchen steht, wie wichtig eine Nachtcreme ist und das stimmt. Ich benutze gerade nachts auch immer eine etwas reichhaltigere Geschichte, damit meine Haut nochmal ordentlich genährt wird. Und hier drin haben wir eine Intensiv-Nachtpflege, intensive Feuchtigkeit, 20 ml und vegan. Ich finde es cool, dass es hier extra in der Männervariante kommt, denn Männer haben ja doch eine etwas andere Hautbeschaffenheit als wir Frauen. Ansonsten war, glaube ich, auch immer diese ganz reguläre Q10-Nachtcreme hier mit drin enthalten. Aber Männer haben wirklich eine dickere Lederhaut und deswegen brauchen die halt auch eine etwas andere Pflege, wobei man ab und an auch mal durchwächst, also quasi, ne, man kann sich auch mal Produkte teilen oder so als Paar. Aber ja, genau. Finde ich aber auf jeden Fall cool, dass dieses Produkt mit drin ist und da werde ich meinen Papa wahrscheinlich mit glücklich machen. Hier unten befindet sich die zweite und letzte Schnapszahl, die 22. Zusammen mit diesem festen Shampoo kommt eine Information über Apple und Isaac Newton um die Ecke. Das ist ein, ja, festes Shampoo für ein frisches Haargefühl. Hier sind 30 Gramm drin enthalten. Und jetzt möchte ich mal reinlinsen, ob das auch in einem weihnachtlichen Design gehalten ist. Es riecht auf jeden Fall unglaublich gut. Also, nee, es ist einfach nur ein Klotz. Oh, dieser Klotz riecht richtig toll. Ja, ich verwende ab und an mal feste Haarpflegeprodukte. Shampoo, Spülung, Gesichtsreinigung. Ich habe schon so viel von festen Produkten verwendet. Bei mir ist es aber so, dass es mir zu sehr die Haare austrocknet. Liegt daran, dass ich halt wirklich lange, glatte Haare habe. Die Nummer 23. Am Tag vor Heiligabend kommt eine Information über den Planeten Uranus um die Ecke. Also nach diesem Adventskalender, ohne Witz, da sind die Männer auf jeden Fall ein bisschen schlauer. Cremedusche X-Mess mit weihnachtlichem Duft. Ja, das muss sein. 50 ml und vegan. Ich weiß nicht unbedingt, ob mein Freund mag, nach Essen zu riechen. Ich mag es nicht so gerne. Bei meinem Freund habe ich jetzt auch noch nie gerochen. Er liebt lieber diese waldigen Düfte oder so, ne? Aber ich glaube, sowas ist nicht unbedingt was für ihn. Ich guck mal. Wobei das eher ein frischer weihnachtlicher Duft ist. Also das geht tatsächlich noch. Heiligabend machen wir zusammen auf. Und da bin ich gespannt. Also das Kläppchen ist relativ klein. Es ist zentral, also relativ klein. Ne? Es ist, ja, nö. Also es geht. Aber es ist jetzt nicht riesengroß, wenn ich das hier, ne, so, das wäre halt groß gewesen. Schöne Weihnachten und erholsame Festtage wünscht das Baliamenti. Das ist ja total freundlich. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir irgendwas Fancyes hier drin haben. Aber nee, wir haben tatsächlich nur eine Tuchmaske drin. Das ist schade, ne? Ich meine, gut, die haben ein Tool, dieses Brillenputztuch, aber
Genau. Hatten wir nicht letztes Mal irgendwie sogar ein Taschenmesser oder sowas drin? Ich weiß nicht. Ja gut, Tuchmaske Merry Christmas für ein belebtes und vitalisiertes Hautbild. Dann siehst du aus wie der Weihnachtsmann. Ne? Das ist, ja, meine Kamera fokussiert das tatsächlich gerade als Gesicht. Hier ist ein Stück drin enthalten und das ist ein veganes Produkt. Also ich hätte mir jetzt gewünscht, in der 24 irgendwie was Krasseres drin zu haben, oder? Kommen wir zum Fazit zum Adventskalender. Ich finde ihn per se schön. Also die Produkte, die drin enthalten sind, sind relativ abwechslungsreich. Wir haben das breite Balea-Men-Sortiment hier quasi dann bei uns stehen. Werttechnisch habe ich ja auch eben am Anfang schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das runterzubrechen. Aber die 24 hätte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie halt wie die anderen Jahre auch irgendwie so ein Tool oder irgendwas männlich Geiles sein sollen. Ich weiß es nicht. Aber gut, vielleicht sind denen da entsprechend die Ideen ausgegangen. Aber an und für sich, wenn ein Mann so ein bisschen Bock auf Pflege hat, wird er sich über den Adventskalender freuen. Glaube ich schon. Und ja, das war er auch nun. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!